Ne, Natururin schon wieder dran. Ich bin schon wieder am Bier trinken. Heute gekühlter Paderborner. Weil gekühlter Paderborner in Dose finde ich auch voll cool. Ich mag das. Bevor das eigentliche Video beginnt, wollte ich noch ein paar Worte ausscheiden. Und zwar, ich habe in eins der letzten Videos gesagt, dass diese Vollfettwanderung mit ganz viel Bier trinken 84 Kilometer war. Aber nachdem ich einen Export der Tracking-Aufzeichnung gemacht habe, stand da nur noch 83 Kilometer drauf. Und ach ja, in diesem Video habe ich ganz viel Bier getrunken und ich war ganz besoffen gewesen. Und ich habe da dann zwischendurch in einer Sparkasse gepennt. Und dieses Video, weil ich da wirklich ganz viel Bier getrunken habe, nicht zur Nachahmung gedacht ist. Und zwar, ich möchte nicht irgendwie dazu haften, wenn jemand sich damit überschätzt, sowohl mit dem ganzen viel Bier trinken, als auch mit der Anzahl an den gelaufenen Kilometern, dass der irgendwie plötzlich umkippt oder sowas. Aber ich kann es auf jeden Fall sehr gut empfehlen, wenn ihr es, was weiß ich, zu zweit macht oder so, anstatt irgendwie zur Kneipe zu gehen oder euch irgendwie zu Hause in der Wohnung zu besaufen, macht doch mal lieber eine Sauftour zu zweit oder so. Das macht viel mehr Spaß, sich dabei besoffen zu bewegen. Und am nächsten Tag habt ihr auch noch nicht mal wirklich einen Kater oder sowas, weil ihr euch damit richtig viel bewegt habt. Also ich persönlich habe so etwas schon sehr oft gemacht, von daher mache ich mir selber auch gar keine Sorgen oder so, dass ich irgendwie plötzlich zusammenklappen kann oder so. Aber ich denke natürlich an euch. Und deswegen will ich auch keine Haftung dafür übernehmen, wenn ihr es nachmachen solltet. Ja, dass euch irgendwas passiert oder so. Das will ich definitiv vermeiden. Naja, und diese Tour, die war voll cool gewesen. Und ich bin natürlich, wie immer gut nach Hause gekommen. Das hat mir voll cool gefallen. Das wollte ich nur gesagt haben. Ach ja, die Aufzeichnung, die dann über so eine Videografik über die Tracking-App ReLive gezeigt wird, wird am Ende des Videos ausgestrahlt. So, jetzt Videostart kommt. Ne, Natururin schon wieder dran. Ich bin heute um 9 Uhr aufgestanden, weil ich wollte heute schon wieder wandern gehen mit ganz viel Bier trinken. Und ich wollte jetzt nicht so wie beim letzten Mal erst um 14 Uhr oder 15 Uhr loslaufen. Keine Ahnung, wie viel KM ich heute mache. Und ich weiß auch noch nicht, wohin mit mir. Ich bin sehr gespannt drauf, wie viel KM ich heute mache. Vielleicht 40, vielleicht 50, mal sehen, weiß ich doch nicht. Mit ganz viel Bier trinken. Und ich habe mich gerade fertig gemacht, ich habe ein bisschen gefrühstückt und ich nehme wieder den hier mit. Hier, wie heißt das nochmal? Diese Rolltasche zum hier zum Bier rumfahren. Und in dieser Rolltasche habe ich schon wieder hier meinen Scheißrucksack gepackt mit keine Ahnung, mit ein paar Sachen drin, hier wie Pullover und Elektronik und sowas. Ach ja, und heute ist voll cool Wetter, weil heute ist dieser Donnerstag, ein Tag nach meinem 300 Abonnenten-Spezial, der 23.04. Und an diesem Tag ist heute voll cool Wetter, deswegen muss ich das nutzen und Bier trinkend hier um Bremen herumlaufen. Bevor ich aber losgehe, hier erstmal hier ERA saufen. Weil ich merke auf jeden Fall Unterschied, ob ich jetzt mit ERA loslaufe oder ohne. Hier und so ein Geheimtipp für mehr Energie. Hier, Leinöl. Weil Leinöl ist voll mit ganz vielen pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren. Das gibt voll Energie. Und ich werde 2 Esslöffel davon nehmen. Und ich merke da auf jeden Fall auch so einen richtigen Energieunterschied. Schmeckt gewöhnungsbedürftig und pflanzlich und sowas. Aber das gibt auf jeden Fall voll Schub. So, ich habe ERA und Leinöl ausgesoffen. Und jetzt erstmal meine Scheißschuhe anziehen. Ne, ich habe jetzt meine Scheißschuhe angezogen. Und Scheiße, es ist kurz nach 11 schon. Schon wieder viel zu spät. Ich wollte eigentlich viel früher loslaufen, aber ich habe mich beim Fertigmachen und sowas zu viel Zeit gelassen. Aber jetzt Wanderungsstart kommt. Hier, jetzt Wanderungsstart kommt.
jetzt erstmal nach Richtung Hol ab finden und dann erstmal hier Bier kaufen gehen. Hier, ich habe diesen versoffenen Hol ab gefunden. Jetzt kann ich endlich Bier kaufen gehen. Ne, ich habe Bier gekauft. Jetzt kann ich endlich erstes Bier trinken. Und jetzt loslaufen nach keine Ahnung wohin mit mir. Ah ja, ich habe mir insgesamt 3 Sechserträger Bier gekauft. Also insgesamt hier 18 Bier. Weil in der letzten Wanderung, wo ich 47 km gelaufen bin laut WeLife, da habe ich 15 Bier getrunken. Ich hätte zwar da Lust gehabt auf ein 16. aber ich denke mal 15 war sehr gut gewesen. Das hat mir auf jeden Fall schon gereicht. Aber deswegen habe ich 3 Sechser gekauft. Das sind 18 Bier. Ich glaube, das dürfte für heute auch reichen. Ach ja, ich habe mein erstes schon ausgetrunken. Ne, weil ich mein erstes Bier ausgetrunken habe, werde ich erstmal noch ein Bier trinken. Jetzt weiter zugelaufen. Oh Scheiße, es ist 12:30. Und ich habe mein zweites Bier ausgetrunken. Und darauf, dass hier 12:30 ist, erstmal schon wieder ein Bier trinken. Ne. Ich bin hier bei diesem Rhododendron-Park von Bremen. hier sind ganz viele Blumen und so weiter. Ich glaube, das ist einer der größten hier überhaupt. Weiß ich auch nicht, von diesen Pflanzen oder was das ist. Mit hier rosa dran. Da gehe ich jetzt lang. Ne, von diesem Rhododendron-Park, weil ich da nur ein ganz kurzer Abschnitt gelaufen bin, habe ich da nichts weiter gezeigt. Und deswegen laufe ich jetzt weiter. Nach keine Ahnung wohin. Tunnel gefunden. Tunnel. So, darauf, dass ich Tunnel gefunden habe, erstmal ein Bier trinken. Und jetzt weiter zu gelaufen. Mit Bier trinken. Bier trinken. Und gleich kommt Bierpower. Bierpower. Schon wieder Bierpower. Und darauf erstmal schon wieder ein Bier trinken. Schon wieder Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken. Ich wollte mir anfangs hier, wie heißt das nochmal, Solarpanel holen. Aber ich glaube, weil wegen voll cool Wetter kommt, kaufe ich mir lieber als erstes so ein, hier, wie heißt das Ding? Kühltasche. Weil es ist voll scheiße, wenn bei warmem Wetter dieses Bier dann warm ist. Deswegen denke ich mal, macht das besonders bei diesen Eintages-Wandertouren viel mehr Sinn, wenn ich mir so eine Kühltasche kaufe, damit ich mein ganzes Bier kühl halten kann. Bevor ich mich zu einem Solarpanel hinspare für mehrtägige Fernwanderungen. Um jetzt hier diese nervigen Aufenthalte bei Gaststätten und Bäckereien zu vermeiden. Aber ich denke, hier Bier kühl halten, besonders für Eintageswanderungen, die ich auf jeden Fall öfter mache als mehrtägig. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Zum Bier kühl halten in der Sommerzeit. Habt ihr diesen gesehen? Ich hier. Jetzt endlich wieder Bier trinken. Und jetzt weiter zu gelaufen. Ne, ich bin hier, wie heißt denn das nochmal? Lilienthal angekommen. Da bin ich jetzt, bei Lilienthal. Ich war noch nie in Lilienthal, glaube ich. Und darauf, dass ich jetzt hier Lilienthal angekommen bin, erstmal ein Bier trinken. Endlich schon wieder Bier trinken. Bier trinken in Lilienthal. Ne, erstmal hier Käsebrot, also ein Käsebrot fressen. Da habe ich hier Käse und ein bisschen Petersilie drauf gemacht, auf diesen Scheißbrot mit Margarine drauf. So, darauf, dass ich gerade eine Pause gemacht habe und ein bisschen gefressen habe, darauf werde ich erstmal ein Bier trinken. Damit ich endlich wieder Bier trinken kann. Ne, ich glaube, das mache ich so, dass, weil die letzten Schlücke von Bier, von warmen Bier so richtig ekelhaft, so richtig scheiße schmecken, dass ich eher dafür bevorzuge, demnächst mal eine Kühltasche zu holen, um Bier zu kühlen,
bevor ich dann ein Solarpanel hole. Deswegen werde ich mir, glaube ich, im nächsten Monat, wenn das klappt, mir eine Kühltasche besorgen. So, jetzt Bier trinkend weiter zu gelaufen. Oh Scheiße, ich bin hier auf dieser Landstraße und hier kommen die ganzen hier Busse und Autos und sowas. Guck mal, da vorne geht ein Weg in irgendwo in nirgendwo hin lang und ich weiß nicht wohin mit mir. Und deswegen gehe ich nach da lang. Keine Ahnung, wohin das mich hinführt. Nee, hier, erstes Mal in diesem Jahr, wo ich oberkörperfrei draußen rumlaufe. Das finde ich voll cool, ich mag das. Ich habe 19,2 km gemacht bis jetzt, heute. So, und darauf, dass hier Sonne scheint und heute voll cool Wetter ist, darauf erstmal ein Bier trinken. An jeden, der gerne Bier trinkt. Versucht mal lieber mit Saufen hier rumzuwandern. Das tut der Seele gut. Mach das mal. Endlich wieder Bier trinken. Ich bin langsam angeworfen. Aber jetzt erstmal endlich wieder Bier trinken. Ne, ich hab 27 km gemacht. Und darauf erstmal schon wieder ein Bier trinken. Um endlich wieder Bier zu trinken. Und jetzt weiter zu gelaufen. Und ich weiß nicht, wohin mit mir und wo ich bin. Und darauf Bier trinken. So langsam werde ich hier angesoffen, glaube ich. Und deswegen mal gucken, wohin mit mir. Nee, so langsam werde ich besoffen, glaube ich. Und darauf, dass ich langsam besoffen werde, erstmal ein Bier trinken. Damit ich endlich noch mehr besoffen werde. Und dann mal gucken, wie ich nach Hause komme. Hier, laut Komoot bin ich 29,6 km gelaufen heute. Ne, ich werde dieses mein Fummel hier wieder anziehen. Weil wegen hier dunkle kommt langsam und kalt kommt. Deswegen werde ich mein Shirt wieder anziehen. Und dann weiter zu gelaufen. Und ich bin immer noch voll besoffen. Ne, ich habe mein Shirt angezogen. Und jetzt weiter zu gelaufen. Bis, keine Ahnung, nach Richtung Bremen oder so. Aber trotzdem immer mehr Dunkle kommt und immer weiter zu gelaufen. So muss das. Und kein Taxi oder öffentliche Verkehrsmittel anrufen oder sowas. Ne, auf das, dass ich jetzt langsam so ein bisschen besoffen werde, werde ich erst noch schon wieder ein Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken. Ne, ich habe hier mein Pullover gezogen. Mein erster Pullover. Ich habe zwei dabei. Aber erst mal ein erstes Pullover wegen, hier, wie heißt das nochmal? Weil wegen kalt kommt. Damit ihr Bescheid wisst, dass ich jetzt gerade einen Pullover angezogen habe. Immer mehr Dunkle kommt. Und keine Ahnung, wo ich bin. Ich werde immer weiter zugelaufen. Und dann mal gucken, wo ich hingehe. Voll besoffen und so. Nee, ich bin hier bei 33 km. Hier bei Dämmerung. Und dann gleich Dunkle kommt. Und ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Und ich fühle mich langsam schwach. Nee, oh Scheiße. Langsam wird hier immer mehr Dunkle kommt. Und immer mehr nachts kommt. Und deswegen wird immer mehr kalt kommt. Und deswegen habe ich jetzt zwei Pullovers an. Werde ich erstmal ein Bier trinken. Nee, ich habe eben gerade hier Croissant gefressen, was ich in meinen Drecksgepäck drin hatte. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Und ich weiß nicht mehr, wie viel Bier ich noch habe, aber trotzdem, ich habe noch Bier und deswegen werde ich doch weiterhin Bier trinken. Nee, da vorne kam eben gerade hier, wie heißt es nochmal? Straßenbahn. Und ich bin Natururin und deswegen laufe ich zu Fuß nach Hause. Nee, jetzt weiter zu gelaufen. Ich bin auch immer noch in Lilienthal oder wie das heißt. Nach Richtung Bre und mal gucken, ob ich das schaffe heute noch. Ich bin voll besoffen. Endlich. Und jetzt versuche ich irgendwie nach Hause zurückzulaufen. Und darauf, dass ich
noch nicht weiß, wohin mit mir und weil ich so besoffen bin. Hier, werde ich erstmal ein Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken, zum noch mehr besoffen werden. Und dann mal gucken, wo ich hinlande heute. Da bin ich sehr gespannt drauf. Oh, dieser Moment, wenn man einmal ganz groß im Kreis gelaufen ist und man bedenkt, dass man die ganze Zeit die falsche Richtung läuft und man ganz viel zurücklaufen muss. Dieser Moment habe ich jetzt gerade. Ich bin die ganze Zeit die falsche Richtung gelaufen. Ich gehe jetzt gerade ganz besoffen durch diesen Dorf hier lang. Und ich weiß doch nicht, wohin mit mir. Naja, weil ich ganz müde bin jetzt gerade. Bin ich jetzt gerade in einer Sparkasse. Und ich werde mich jetzt spontan hier hinlegen für ein paar Stunden. Zum Schlafen. Weil hier warm kommt. Genau so schlafe ich jetzt gerade hier in dieser Sparkasse. Bis morgen. Nee, guten Morgen. Ich habe genau hier auf diesen Scheißboden verdachtet. Hier in dieser Sparkasse. Und jetzt hier weiter zu gelaufen. So, diesen hier, wie heißt das nochmal? Sparkasse. Habe ich heute gepennt. Und hier, wie heißt das nochmal? Es ist 7 Uhr und ich versuche einen Bäcker zu suchen. Es ist kalt. Nee, ich habe hier einen Bäcker gefunden. Jetzt werde ich erstmal hier Kaffee und sowas trinken. Damit mir warm wird, weil mir ist voll kalt. Hier, ich habe gerade bei diesem Bäcker Kaffee gesoffen. Und der hat auf jeden Fall gut getan. Aber ich musste die ganze Zeit auf diesen hier draußen auf dem kalten Treppenstein trinken. Weil die gesagt haben, wegen dieser scheiß dreckige, widerliche Corona-Zeit, dass ich da nicht in diesen Bäcker drin trinken durfte. Und deswegen musste ich draußen auf dem kalten Treppenstein trinken. Aber jetzt weiter zu gelaufen. Ich bin gerade in Lilienthal. Hier, dieser Kaffee, der hat voll cool getan gerade. und deswegen glaube ich, wenn ich die nächste Bäckerei treffe, dass ich noch einen Kaffee irgendwo hole. Damit ich noch fitter werde. Nee, ich habe da vorne einen hier Bäcker gefunden. Und da werde ich jetzt erstmal noch ein hier Kaffee saufen und vielleicht noch ein belegtes Brötchen. Nee, ich habe jetzt gerade bei diesem Bäcker hier so einen Kaffee geholt und hier so ein belegtes Brötchen mit Zwiebel mit. Aber ich bin sehr erschrocken, was der Preis angeht von diesen zwei Sachen. Das hat mir gerade viel zu überteuerte 4,40 Euro gekostet, diese zwei Sachen zu holen. Aber trotzdem, jetzt erstmal Kaffee saufen, danach hier Mettbrötchen fressen. Und dann mit neuer Energie versuche ich nach Hause zu laufen. Und später noch mehr Bier trinken. Ne, wir haben jetzt 8:30 und erstmal Brötchen mit Mett fressen. Ganz entspannt, gemütlich. Und dann habe ich mehr Kraft. Und dann wieder nach Richtung nach Hause laufen. Mal gucken, wie viel km ich mache. Mit gestern gezählt bin ich bei 46 km. Mal gucken, wie viel km ich insgesamt mache heute. Weil ich bin gerade bei Lilienthal und ich wohne im südlichen Teil von Bremen. Und ich glaube, und Lilienthal ist komplett nördlich von Bremen. Und mal gucken, wie viel km ich heute noch mache. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber erstmal jetzt hier Frühstück und zu gefressen. Damit ich dann gleich, wie heißt das doch mal? Mehr Energie habe gleich. Und langsam warm kommt. Und ich bin jetzt gerade nicht mehr am Frieren. Mir ist nicht mehr kalt. Das ist voll cool. Ich bin endlich aufgewärmt. Aber jetzt mache ich erstmal hier ein bisschen Pause. Oh Scheiße, ich muss gerade feststellen, dass ich meine ganzen Biere, meine ganzen 18 Flaschen Bier gestern komplett ausgetrunken habe. Das heißt, ich muss bald schon wieder ein neues Bier kaufen gehen. Und ich habe hier das hier mitgebracht. Das habe ich mir irgendwie bei der Tafel bekommen. Das hört sich interessant an. Hier Proteingetränk mit BCAAs drin.
Voll cool. Und das werde ich jetzt erstmal trinken. Ich habe davor, glaube ich, jetzt 2 Flaschen mitgenommen. Bevor ich dann später Bier trinke, trinke ich erstmal das hier. Zum Wachwerden. Guter Frühstücksdurst. Das hier schmeckt wie eine Mischung aus Vanille-Protein-Shake und Buttermilch. So ungefähr diese Mischung schmeckt das. Ne, ich habe jetzt leicht gefrühstückt. Und dieser Brötchen war voll cool und hat voll gut getan. Und dieser Proteindrink oder was das war, ausgesoffen. Und später werde ich noch mehr Bier kaufen gehen. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, dass ich mein ganzes Bier gestern schon getrunken habe. Weil sonst würde ich jetzt ein guten Morgen Bier trinken. Aber nee, ich werd jetzt stattdessen noch hier wandern. Weiter zu gelaufen und dann irgendwann werde ich mir Bier kaufen gehen. Ne, ich habe meinen Pullover ausgezogen, weil das Wetter ist voll cool. Das ist voll cool, ich mag das. Und jetzt, keine Ahnung, wohin wir nach Richtung nach Bremen laufen oder so, glaube ich. Ne, ich habe einen verschmierten, ranzigen Rewe gefunden. Jetzt kann ich endlich Bier kaufen gehen. Und ich glaube, ich werde erstmal einen Sechserträger kaufen. Nee, es ist gleich hier 10 Uhr. Und darauf, dass es gleich 10 Uhr ist, erstmal ein Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken. Bierpower. Noch mehr Bierpower. Schon wieder Bierpower. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Ich habe gerade vorhin eine Baustelle getroffen und da war eine Dixie-Toilette. Und ich habe da gefragt, ob ich da so richtig reinscheißen kann. Und deswegen habe ich diese Dixie-Toilette so richtig vollgeschissen. Und dann bin ich weitergegangen. Aber jetzt bin ich wegen diesen Scheißen leichter geworden. Und darauf kann man erstmal so richtig ein Bier trinken. So kurz setzen und dann gleich Bier trinken weiter zu gelaufen. Und schau mir gerade die Strecke an, wo ich gelaufen bin. Und die sieht jetzt gerade so aus. Guck mal, wie diese Strecke hier aussieht. Ich bin da volle Kanne besoffen im Kreis gelaufen. Und hier sieht man, dass ich mich sogar verlaufen hatte, bevor ich in diese Sparkasse gepennt habe. Finde ich voll cool. Mal gucken, wie viel km ich heute mache. Bin jetzt gleich bei 56 km. Vielleicht komme ich irgendwie auf die 80 oder so zu. Heute mal gucken. Weiß ich noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wann ich wieder nach Hause laufen werde. Wenn ich hier endlich aus dieser nervigen Straße wegkomme und hier, keine Ahnung, in Wald oder Wiese reinkomme, dann glaube ich, gehe ich ein paar Meter barfuß laufen, damit ich die Natur besser in den Füßen spüren kann. Weil Natur ist immer voll cool für die Füße und auch von allen. Ne, ich habe ein Stück Park gefunden, hier mit Wiese dran. Jetzt werde ich einmal gleich so ein bisschen barfuß rumsitzen. So, jetzt diese Schallschuhe ausziehen. So, erstes Mal seit gestern Vormittag, wo ich meine Schallschuhe ausziehe. Und so sehen meine verdreckten Füße aus. Mit ganz viel Pump dran, mit Ader und sowas. Das ist voll cool. Und das ist sehr angenehm, das mal auszuziehen. Aber das hier, das sind meine Scheißfüße. Mit Ader dran, die hier mein ganzes Übergewicht tragen. So, jetzt mit diesen Füßen hier Gras berühren, damit die sich gesünder anfühlen. Dann fühlen sie sich viel erholter an und sowas. Versteht ihr, was ich meine? Weil das ist gerade voll cool dran. Endlich wieder Bier trinken. Ne, hier ist ein voll cool Park in Oberneuland. Oder wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Aber ich glaube so ungefähr. Aber das hier, das gefällt mir viel, viel stärker als diese Scheißstraße, die ich die ganze Zeit vorhin gelaufen bin.
Weil hier sind Bäume und Natur und sowas. So, ich werde jetzt mal eine verschmierte Kamera mit meiner Powerbank aufladen. Damit ihr Bescheid wisst, dass in der nächsten Stunde nichts von mir kommen wird, weil ich meine Scheißkamera am Aufladen habe. An der Powerbank drangeschlossen habe. Das wollte ich euch Bescheid gesagt haben. Ne, diese Kamera, die lädt eigentlich recht schnell, finde ich. Ist jetzt schon bei 72% und vorhin war hier bei 20% ungefähr. Jetzt 72, das lädt eigentlich ganz gut und schnell. Voll cool, ich mag das. Und darauf werde ich schon wieder ein Bier trinken. Endlich schon wieder Bier trinken. Und oh Scheiße, das ist mein vorletztes Bier. Ich muss vielleicht später noch mehr Bier kaufen gehen. Naja, und ich habe vergessen zu sagen, dass ich meine mit Fäkalien und Kariesresten befüllte Scheißmusik, die ich sehr gerne höre, angemacht habe. Das wollte ich euch Bescheid sagen. Ich habe ganz viel Bierpower. Bierpower. Boah, ich dachte, das hier wäre die letzte Flasche, aber ich habe noch eine Flasche Bier. Und deswegen kann man darauf so richtig ein Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken. Wie noch mehr Bierpower. Scheiße mit Blumenblüten dran. Ich hab Scheiße mit Blumenblüten gesehen. Nee, weil wegen voll cool Sonne kann ich hier, wie heißt das nochmal, meinen Oberkörper frei ausziehen. Nee, ich hab gerade einen Baum angepinkelt. Und ich mag das sehr gerne, Bäume anzupinkeln. Weil man das im Gegensatz zu einer Toilette nicht immer so viel zielen muss und sowas. Und das auch sehr toll für die Natur ist. Nee, oh Scheiße! Schon wieder Bier trinken. Damit ich endlich wieder Bier trinken kann. Und oh Scheiße, ich bin gerade auf der Suche nach einem Supermarkt, damit ich noch mehr Bier kaufen kann. Um danach noch mehr Bier zu trinken. Ne, hier, guck mal, so ein ganz langer Güterzug, was man da ganz hinten sehen kann. Das sieht auch von ganz weitem interessant aus, weil der so lang ist. Und darauf ganz viel Bier trinken. Oh, ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach hier, wie heißt denn das denn mal? Nach so einem Supermarkt, damit ich endlich wieder Bier kaufen kann. Zum Trinken. Ne, ich habe da vorne diesen verschmierten Rewe gefunden. Jetzt kann ich gleich endlich Bier kaufen gehen. Ich glaube, ich werde mir einen Sechser bei diesem verschmierten Rewe fürs Erste holen. Und nach dem Bier kaufen werde ich wahrscheinlich hier schon wieder was zum Fressen holen. Aber vorher erstmal Bier kaufen gehen. Bei diesem verschmierten Rewe. Hier, ich habe 2 Sechser Bier geholt. Damit ich sicherheitshalber für heute versorgt bin. Ich war doch nicht da vorne irgendwas zu fressen holen. Sondern hier vorne bei diesem Dönermann und hab mir hier einen Döner geholt. Damit ich diesen Döner gleich fressen kann. Aber ich bin auf der Suche nach einer Bank, weil wegen dieser Krisenzeit dürfen die leider keine Gäste mit einladen, also reinlassen. Und deswegen suche ich nach der Bank, damit ich dann dieser Döner fressen kann. In Ruhe. Ich habe hier eine Steinbank gefunden. Und weil hier bestimmt ganz viele verschmierte Leute drauf gesessen haben, werde ich mich hier auch hinsetzen. Und dann hier mal Döner fressen und Bier trinken. Endlich Döner zu gefressen. Das finde ich voll cool, ich mag das. Ne, ich habe gerade dieser Döner aufgefressen. Und jetzt darauf erstmal schon wieder ein Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken. Dieser Döner kam eben gerade richtig gut und hat richtig voll cool geschmeckt, aber kann nicht zu meinen Lieblingsdönern mithalten, würde ich sagen, vom Geschmack her. Da fehlte was. Aber trotzdem hat der Döner geschmeckt gerade. So, jetzt weiter zu gelaufen. Nach Richtung keine Ahnung wohin. Immer weiter zu gelaufen. Nee, ich hab meine Schuhe ausgezogen, damit ich mit meinem Scheißfuß schon wieder so ein bisschen den Naturboden berühren kann. Damit die sich dann gleich später noch viel besser anfühlen.
Ich war hier ganz kurz Pause und dann weiterzugelaufen. Nee, wegen voll cool Wetter habe ich mein Fummel schon wieder ausgezogen. Und meine verschmierte Scheißmusik, die ich gerne höre, angemacht. Und ich glaube, ich mache mich auf einen groben Weg nach Hause zurück. Aber grob mit leichten Umwegen, würde ich sagen. Aber ich mache mich in diese Richtung wieder zurück nach Hause. Weil langsam gekommt, hier schwach und sowas. Und Sonnenbrand ist bei mir auch gekommen, das ist voll cool. Und das sticht schön, wenn ich unter der Sonne bin. Ich bin jetzt gerade bei Mahndorf oder so oder ähnlich oder ungefähr. Oder in der Nähe von Bremen-Mahndorf. Und darauf, dass ich bei Bremen-Mahndorf bin, werde ich erstmal schon wieder ein Bier trinken. Und hier, ich bin bei 17 km/h. Darauf kann man ganz viel Bier trinken. Ja, ich werde mich, glaube ich, gleich hier voll verchillt nach Hause laufen. Mit Bier trinken. Ich könnte noch mehr laufen und noch viel weiter, aber jetzt gerade habe ich nicht mehr so viel Bock drauf. Wenn jemand mitlaufen würde, das wäre voll cool, aber jetzt alleine, ne. Was haben wir denn da? Hier, Feisterrind mit Mundschutz. Jetzt wird Bier trinken weiter zu gelaufen. Und hier ist die ganze Zeit so scheiße, so schmierig windig irgendwie. Und das mag ich nicht. Aber trotzdem laufe ich diesen Weg nach Richtung nach Hause. Durch diesen ganzen verschimmelten Wind oder was das ist. Da laufe ich lang mit Bier trinken sogar. Seht ihr diese komischen zwei schwarze Vögel da vorne? Ihr Raben oder was das sind? Die fressen die ganze Zeit Pferdescheiße. Seht ihr das? Ich ja. Ne, ich laufe jetzt nach Richtung nach Hause. Weil nicht, dass ich schon wieder ganz fett besoffen um Kreis laufe. Und nicht mehr weiß, wo hier. und schon wieder in einer Sparkasse penne. Und darauf erstmal versoffen mal ein Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken. Bier Power. Ja, ich habe mir einen Pullover angezogen, weil wegen hier windig und deswegen ein bisschen mehr kalt kommt. Und darauf, dass ich mir einen Pullover angezogen habe, werde ich erst noch schon wieder ein Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken. Dieser Bus, der hier gerade gehalten hat, und der hätte mich bis nach Hause mitgenommen. Aber diesen Bus habe ich trotzdem nicht genommen, weil ich wollte bis nach Hause laufen, zu Fuß mit eigenen Beinen und nicht mit irgendwelchen Unterstützungshilfsmitteln. Und deswegen laufe ich zu Fuß nach Hause mit ganz viel Bier. Immer mehr Fußschmerzen kommt. Das ist voll cool, ich mag das, endlich Fußschmerzen. Hier, diese scheiß Füße, die brennen endlich. Das finde ich voll cool. Und ich werde gleich erstmal ein Bier trinken. Nee, ich bin nicht weit von zu Hause entfernt. Keine Ahnung, noch maximal eine Stunde oder so, oder eine halbe Stunde eher gesagt. Und da bin ich zu Hause. Und darauf, dass ich nicht weit von zu Hause bin, werde ich erstmal hier schon wieder ein Bier trinken. Damit ich endlich wieder Bier trinken kann. Und ich will es jetzt nicht zu 100% versprechen, aber ich vermute sehr stark, dass das der letzte Heimwegsbier ist. Und das nächste Bier werde ich dann zu Hause trinken, glaube ich. Ne, das hier, das ist Seewaldsbrücker Bahnhof. Hier nicht Bahnhof, sondern Straßenbahnhof. Und das ist ungefähr eine Dreiviertelstunde Fußweg von mir entfernt. Und genau deswegen, weil das hier eine Dreiviertelstunde Fußweg ungefähr von mir entfernt ist, vermute ich, dass ich eine Dreiviertelstunde brauche, um von dieser Haltestelle bis nach Hause zu laufen. Oh, ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie ist das hier, wie heißt das nochmal? Voll kalt geworden und deswegen habe ich schon wieder beide Pullis an. Aber in der nächsten halben Stunde bin ich zu Hause anzugekommen, glaube ich.
Aber trotzdem schockiert mich das gerade, weil es so kalt geworden ist. Das finde ich voll scheiße. Obwohl das so früh ist oder so. Aber gleich bin ich zu Hause und da werde ich gleich so richtig voll fett friessen machen. Ne, ich bin bei diesem hier hol ab, wo ich gestern das erste Mal ganz viel Bier gekauft habe. Und hier bei diesem hol ab habe ich meine Drecksaufnahme gestartet. Und genau hier werde ich meine Aufnahme auch stoppen, weil das ein paar hundert Meter von meinem Zuhause entfernt ist. Keine Ahnung, ein halber Kilometer oder so. Von diesem hol ab oder was das ist. Und deswegen werde ich hier einmal die Aufnahme stoppen. Diese Aufzeichnung. Und ich habe mir zwischendurch noch einen Döner gekauft. Damit ich gleich zu Hause Döner fressen kann. Darauf freue ich mich drauf. Man sieht sich gleich zu Hause, wenn ich zu Hause angekommen bin. Nee, ich bin zu Hause anzugekommen. Und ich werde jetzt erstmal dieser Döner fressen. Und nachdem ich dieser Döner gefressen habe, werde ich hier noch mehr Bier trinken. Und ich fühle mich doch, keine Ahnung, relativ gesund. Also nicht so schlapp, dass ich mich jetzt sofort hinpacken muss, aber auch nicht so fit, aber auch nicht so schlapp. Also ich fühle mich auf jeden Fall ganz gut. So, das hier ist meine verschmierte Scheißaufzeichnung. Hier sieht man, wo ich überall lang gelaufen bin. Einmal von Bremen-Hastedt über Warhorn, Lehe, Borgfeld und jetzt hier über Lilienthal und dann über Frankenburg und da bei diesem Frankenburg, da sieht man so langsam, dass ich da volle Kanne besoffen um Kreis gelaufen bin. Und dann bin ich wieder in Lilienthal angekommen. Und das war nachts über gewesen, weil ich wollte dann nach Richtung nach Hause laufen. Aber in meinem besoffenen Kopf bin ich die falsche Richtung gelaufen, wie man das hier sehen kann. Und zwar bis nach Falkenberg und dann bin ich wieder zurück nach Lilienthal gelaufen. Und in genau dieser Stelle habe ich in dieser Sparkasse gepennt. Am nächsten Tag bin ich von Lilienthal über Bundendiek, Borgfeld, Oberneuland, Teneva, Osterholz, dann über Seewaldsbrück bis zurück nach Hastedt gelaufen. Im Umwegeform, wie man sieht. Ich bin laut V-Life-Aufzeichnung insgesamt 83 Kilometer in 32 Stunden und 5 Minuten Gesamtzeit und 1672 Höhenmeter gelaufen, wie es V-Life gemessen hat. So, das hier, das war diese fäkalhafte, dreckige, widerliche Wandertour, die ich gemacht habe. Die war voll cool gewesen. Und ich werde jetzt noch weiter fressen und gleich doch mehr Bier trinken. Und ich werde jetzt daher sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin.